Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zum Mass Effect 2, euch Ding am Start. Wir sind hier schön dem Jacob helfen. Sein Dad hat anscheinend sich hier einen dicken Harem auf der Insel gebaut. Und alte Leichen wurden aufgestellt. Ja. Eine Warnung vielleicht. Die neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Jetzt. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Werden wir hier die Leute auseinandernehmen. So wie wir das immer machen. Holy shit. Hat er gezogen? Spät jetzt sein Opfern die Schuld dafür zu geben. Ziel am Boden. Ja, wenn wir schön die Teile auseinander zwiebeln. Oh, schwere Pistole. Das nehmen. Damit lässt sich was anfangen. Okay. Achtung, Kollision zu erwarten. Oh, schick dir die Luft. Das war's für dich. So, wo sind die anderen? Da unten. Platz. Oh, da kommen viele. Oh, Feuer. Strike Pitches. Will das einfach sehen? Tausend Stück einfach. Noch einer. Okay. Holy shit. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Redet ihr so über seinen Daddy? Das war's für dich. Oh, das war ein badass Move von ihm. Ah, das war echt badass. Erstmal so hingeflogen, da hat er sich Schrotflinte rausgeholt und BAM! Get wrecked! Gute Reise! So witzig. Es hat Jahre gedauert, meine Waffen auszubilden, aber ich fürchte, um mich zu retten, werden sie bekämpfen müssen. Leute einfach so verheizen. Okay. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Ich weiß nicht, warum ich die Dinger kaputt mache, da war noch nie was drin, aber hey. Kunos? Feindbeschuss. Wache nach Gehirnwäsche. Hä? Hey. Oh, ich muss mich irgendwo. Das sah sehr interessant aus, da ist einer lang geflogen. Oh shit, oh shit, oh shit! Fuck Leute, ihr werdet sterben. Leute!
sehen. Die drei. Einmal wiederbeleben auf. Fuck. Das war süß. Diese Explosion ist echt immer süß. Okay. Ah ja, sehr gut. Bitte sterben Sie einfach. Keine Diskussion. Genau, Schluss jetzt mit den Spielern. Wie verhören wir das alles hier rechtfertigt? Genau, der Bossort. Sag nochmal Bossort. Du Bossort. Durchsuchen Sie den PDA und erhalten Sie 2400 Credits. Oh, my brother. Gonna snipe this bitch. Ah, danke. Was geht ab, Daddy? Von Jacob. What's up, bitch? You wanna talk or what? Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Jakob, ich besorge ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ah, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain. Aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt. Hab ich schon gesagt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Es wäre mit Sicherheit ein Wahnsinnsurlaub. Aber ich werde Sie nach all der Zeit nicht einfach so davonkommen lassen. Verdammt richtig. Für die Vorkommnisse hier sollte ich seinen Schädel belüften. Aber es ist nicht mal wert, dass man den Finger am Abzug rummacht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Ich bin sicher, die Munition können wir entbehren. Ja, Sie haben recht. Aber ich werde trotzdem nicht schießen. Das ist ein Befehl, Jacob. Mein Vater hat seine Fehler zugegeben. Er war ein völlig anderer Mann. Ein guter Mann. Nur halb voll? Sie haben diese Wahnsinnigen gesehen? Damit kann ich sie nicht aufhalten. Für die ist sie auch nicht gedacht, Dad.
not fucking bad, man, not fucking bad. Ich glaube, der ist uns jetzt gegenüber loyal. Ja, dadurch werden diese durch diese Mission kriegen die neue Outfits und kriegen diese letzte Kraft freigeschalten, wenn. Weil da steht ja manchmal, dass sie nicht loyal sind, deswegen gibt's sie nicht. Überlebende abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, können wir längst weg sein. Wenn die auch nur einen Blick auf uns erhaschen, gibt's für sie nur noch koffeinfreien. Na toll, und serviert wird er vermutlich in der Luftschleuse. Was soll das heißen? Sie waren es nicht? Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Ach ja, denn angesichts des Resultats könnte man durchaus vermuten, dass Sie daran beteiligt sind. Sie wissen sehr wenig über mich, Shepard. Gehen Sie nicht davon aus, meine Absichten zu verstehen. Cerberus geht es letztlich um die Menschheit. Mein Volk ist für mich sehr wichtig. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Wollten Sie ihm einen Gefallen tun, oder ging es nur darum, zu sehen, wie er sich windet? Was er daraus gemacht hat, war ganz allein seine Entscheidung. Es gab mal eine Zeit, als das für Sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter vier Augen. Shepard? Jacob? Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Der ist cool, der chillt. Mit dem kann man bestimmt mal einen Ganja rauchen. Er ist ja witzig, wenn Shepard high werden könnte. Hi, so high. So, das haben wir geschafft. Das war sehr gut. Sehr vorbildlich. Was Commander, gibt's? Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Angewischt. Jetzt machen wir. Ich glaube, jetzt helfen wir Jack. Ich glaube, jetzt legen wir die Bombe. Komm, leg eine Bombe. Ich glaube, jetzt Jack macht am meisten Sinn. Nachdem wir Jack geholfen haben, rekrutieren wir Tali. Und nach Tali gehen wir hier hin. Nach Halbmondnebel und machen den Rest. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir noch 50.000 Nebenmissionen und dann machen wir doch noch was anderes. Aber der Plan ist jetzt erstmal hier voll zu tanken. Nach Pragia zu fliegen und diese komische Anstalt in die Luft zu jagen, wo die gute alte Jack festgehalten wurde. Weil so nicht! So nicht! Nur wir dürfen unsere Crewmitglieder versklaven und foltern und keine Ahnung. So. Und der ist jetzt loyal. Der Pisser. Nehmen die mit und wir nehmen. Nehmen wir ihn mit. Wen nehmen wir mit? Ach, für den haben wir ja die Mission schon gemacht. Deswegen ist er uns gegenüber ja schon loyal. Loyal. Ja, wir nehmen den Doktor mit. Der Doktor ist cool. Keine Ahnung, der Doktor ist der Beste. Vier Pünktchen. Vier Pünktchen haben wir. Wow. Wow. Yo.
Ah, bitte wählen Sie eine Weiterentwicklung der Kraft. Ihr Killerinstinkt ist immer präsent. Waffenschaden und Sturmlaufgeschwindigkeit werden erhöht und Sie erhalten einen Schadensbonus auf Ihre Kräfte. 30% Gesundheit, Waffenschaden, Sturmloch, Vorbild abtrünnig, plus 70% Schaden. Was ist Sturmpionier? Durch Ihre können Sie sehr große Waffenschaden und Sturmloch werden weiter erhöht und Ihren Bonus auf Dauer. Vorbild abtrünnig, 100% Dauer der Kräfte. Ja, wir nehmen das. Boom. Boom! Get wrecked, bitches! Yeah, man. Ah, da, wenn man die Sachen upgradet, dann kann man dadurch das eine. Okay. Jetzt habe ich das gecheckt. Schockwelle. Boah, das können wir auf 4 bringen sogar. Boah, krass. Ziegen können wir auch auf 4 bringen. Verbessertes Zielen. Ihre Leviathanen halten das Ziel länger in der Luft. Zugfeld betrifft alle Ziele, sodass Gruppen in der Luft in die Luft gehoben werden. Boah, was ist Subject Zero? Boah, wir haben auch nur 4 Punkte. That's bad. Schockwelle. Gerade er vernichtet auch auf größere Distanz alles. Ihre Schockwelle, sodass alle auf einem breiten Streifen hier zur Seite gebracht werden. Keine Ahnung, noch random. Okay. Ja, das einfach. Das wäre ja ziemlich glatte. Was hat der? Ihm haben wir schon geholfen, ne? Ihm haben wir schon irgendwas gegeben, was ist der? Okay. Let's go. Let's go. Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden überwuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Etwas stört die Sensoren. Natürlich nicht. Thermale Schilde. Standard bei Cerberus-Anlagen. Ja. Sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher! Es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Wenn wir eine Mission anfangen, bringen wir sie auch zu Ende. Natürlich. Okay. Gehen wir runter. That's right. We're owning shit. Ach, Kines. Es regnet. Die Glatze wird nass. Gut, wir sind jetzt hier im neuen Gebiet. Ich nutze jetzt nicht wirklich, jetzt hier noch irgendwas anzufangen. Wir beenden die Folge hier. Und in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich hier sehr aktiv vorgehen gegen den Feind. Und werden dieses Ding hier in die Luft jagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.